Willkommen zu dieser Führung über die Baustelle für den Stuttgarter Durchgangsbahnhof. Während wir Richtung Hauptbahnhof fliegen, können Sie sich mit der Steuerung dieses Films vertraut machen. Da alle Aufnahmen in 360-Grad-Perspektive erstellt wurden, können Sie sich in jeder Szene frei bewegen und buchstäblich rundum umschauen. Sitzen Sie am Computer, dann klicken Sie einfach ins Bild und ziehen Sie es nach rechts, links, oben oder unten. Schauen Sie den Film auf dem Smartphone an, dann schwenken Sie es in die Richtung, in die Sie sehen möchten. Geht es Ihnen an einer Stelle mal zu schnell, unterbrechen Sie den Film einfach. Umschauen können Sie sich auch im stehenden Bild. Wir sind inzwischen am Hauptbahnhof angekommen und werden nun vom Nordende bis zum Südende die Baustelle erkunden. Unter dem Kriegsberg verlaufen die Röhren des Tunnels Bad Cannstatt und des Tunnels Feuerbach. Zwar sind das Zulaufstrecken und somit kein Teil des Durchgangsbahnhofs, wir wollen dennoch in den Tunneln beginnen. Die Tunnelröhren sind im Rohbau fertig und an dieser Stelle zweigleisig ausgelegt. Wir bewegen uns auf den hell erleuchteten Tunnel Nordkopf zu, der Teil des Durchgangsbahnhofs ist. Hinter uns teilt sich die große Röhre in zwei eingleisige Röhren auf. Die linke führt nach Feuerbach und die rechte nach Bad Cannstatt. Ein kurzer Blick von oben hilft uns zu verstehen, wo wir uns gerade befinden. Am Fuße des Weinbergs enden die Tunnelröhren. Wir werfen gleich einen Blick in den Tunnel Nordkopf, der unter der Jägerstraße, unter der ehemaligen Bahndirektion und unter der Heilbronner Straße verläuft. Im Tunnel Nordkopf werden vier Gleise aus den Tunneln Feuerbach und Bad Cannstatt anschließen. Da der Durchgangsbahnhof achtgleisig wird, werden diese vier Gleise zu acht Bahnsteiggleisen verzweigt. Daher wird der Tunnel Nordkopf in Richtung unserer Bewegung breiter und bietet so Platz für die Gleise und die Weichen. Entlang der Wände sind erhöhte Randwege zu sehen. Zwischen ihnen wird das Massefedersystem und die feste Fahrbahn eingebaut. In Laiensprache heißt das, die Gleise werden zwischen ihnen so verlegt, dass sie auf einer Höhe mit den Randwegen abschließen. Zwischen und außerhalb der Schienen wird ein Befahrbarkeitsbelag eingebaut, damit Straßenfahrzeuge, insbesondere im Ernstfall Rettungsfahrzeuge, in die Tunnel einfahren können. Die Rettungszufahrt sehen wir hier. Sie schließt an den ehemaligen U-Turn unter der Heilbronner Straße an. Wir bewegen uns Richtung Bahnsteighalle. Die Bahn ist übrigens nicht die einzige, die hier Tunnel betreibt. Unter uns verlaufen zwei Röhren der Stadtbahn. Über uns hingegen steht die ehemalige Bahndirektion. Hier unten ist heute nicht mehr zu erkennen, wie spektakulär der Bau des Tunnels Nordkopf war. Die 15.000 Tonnen schwere Bahndirektion wurde auf eine massive Betonplatte gestellt, die auf Pfeilern abgestützt war. So konnte unter der denkmalgeschützten Bahndirektion der Tunnel gebaut werden. Ein Blick an der Oberfläche lässt uns die Betonplatte unter dem altehrwürdigen Gebäude erkennen. Dank der Meisterleistung der Ingenieure bleibt dieses Stück Eisenbahngeschichte auch in Zukunft ein Teil Stuttgarts. Wir verlassen den Tunnel Nordkopf aus diesem Portal. Es ist ein Teil der sogenannten Brillenwand, die den Tunnel Nordkopf mit der Bahnsteighalle verbindet. Die Bahnsteighalle ist das Herz des Bahnhofs. Darin liegen die Bahnsteige, hier werden die Züge halten, die Menschen einsteigen oder ankommen. Schon heute berühmt geworden ist die Bahnsteighalle dank ihrer einmaligen Architektur. Das Dach bilden die Kelchstützen, die gleichzeitig sowohl Stütze als auch Fenster sind. Eine ganz besondere Kelchstütze sehen wir hier. Sie ist die einzige, deren Kelchblüte Richtung Süden geöffnet sein wird. Der Grund ist, dass über ihr in Form einer großen Glaskuppel einer der Haupteingänge in die Bahnsteighalle liegen wird. Innerhalb der Kelchstütze liegen Treppen, Rolltreppen und ein Fahrstuhl. Das macht ihre Geometrie noch komplizierter. Das alles kann einen Ingenieur schon ins Schwitzen bringen. Es gibt hier aber noch weitere Herausforderungen, denn unter der Kelchstütze verläuft die S-Bahn-Stammstrecke. Das Fundament für diese ganz besondere Kelchstütze führt als massive Spannbetonbrücke um den S-Bahn-Tunnel herum.
Weil das Bauingenieurwesen selten romantisch ist, nennen wir diesen Kelch schlicht Sonderkelch. Auch Königskelch wäre wohl angemessen. Wir lösen uns von diesem zugegeben besonders komplexen Vorhaben und schauen uns die fertig betonierten Kelchstützen hinter dem alten Empfangsgebäude des Bahnhofs an. Wir bewegen uns unter diesem nach Industriekultur aussehenden Konstrukt hindurch. Das ist einer von zwei Stegen, der den Reisenden zurzeit als Weg über die Baustelle zu den Bahnsteigen dient. Dahinter liegt ein fertiges Dachsegment der Bahnsteighalle. Es besteht aus vier Kelchstützen und den kleinen Galeriestützen an den Außenseiten. Das Dachsegment dahinter befindet sich noch im Bau. Die freistehende Kelchstütze ist noch mit weißen Hilfsstützen gesäumt. Diese werden abgebaut, sobald die sogenannten Schwindgassen geschlossen sind und die Kelchstütze mit ihren Nachbarstützen verbunden ist. Wir schwenken zurück und sehen in unserer Bewegungsrichtung den Abbau einer Hilfsstütze. Das hier ist ein Raum, in dem es sich lohnt, Zeit zu verbringen. Also bleiben wir einen Moment. Ich vermittle Ihnen so lange ein paar Fakten zur Bahnsteighalle. Insgesamt werden 28 Kelchstützen das Dach der Halle bilden. Mehr als die Hälfte der Kelchstützen sind bereits gebaut. Die Halle wird knapp 420 Meter lang, 80 Meter breit und bis zu 11 Meter hoch. Über uns, also auf dem Dach der Halle, wird ein Stadtplatz direkt am Bahnhofsgebäude gestaltet. Die Kelchstützen sind aus einem besonders hellen Beton gegossen, der eine edle Oberfläche bildet und der den strengen Brandschutzverordnungen für Tunnel gerecht wird. In einer Kelchstütze sind bis zu 800 Kubikmeter Beton verarbeitet. Im Beton stecken mehrere 10.000 dreidimensional gebogene Bewährungseisen, die an Computern entworfen und von spezialisierten Arbeitern kunstvoll ineinander geflochten wurden. So, jetzt haben Sie zumindest einen gewissen Einblick von den großen Herausforderungen bekommen, die es für den Bahnhofsbau zu meistern gilt. Die Bahnsteighalle hat hier keine geschlossene Trogwand, sondern zu beiden Seiten Galerien. Wir bewegen uns in Richtung des alten Empfangsgebäudes des Hauptbahnhofs, dem sogenannten Bonatzbau. Die Galerien liegen auf Erdgeschossniveau, also auf einer Höhe mit dem mittleren Schlossgarten und der Königstraße. Der Bonatzbau wird auf dieser Höhe zur Bahnsteighalle geöffnet. Die Galerien bilden das Verbindungselement zwischen dem historischen Gebäude und der neuen Bahnsteighalle. Wir ziehen weiter. Den Bereich hinter dem Bahnhof kennen wir nun. Werfen wir als nächstes einen Blick auf den Bereich im mittleren Schlossgarten. Nach Fertigstellung wird der Schlossgarten auf dem Dach der Bahnsteighalle neu angelegt. Die Lichtaugen der Kelchstützen werden dann von Rasen und den Wegen des Parks gesäumt, im Grünen liegen. Wir tauchen wieder ab und schauen uns die Bahnsteigebene an. Dabei fällt auf, dass der Boden offenbar eine zusammenhängende Fläche bildet. Merkwürdig. Schließlich sehen Bahnhöfe eigentlich anders aus, liegen die Gleise doch tiefer und die Bahnsteige höher. So später auch in dieser Bahnsteighalle. Nur wurde hier die tiefer liegende Gleisebene aufgeschüttet, um so während der Bauphase eine zusammenhängende Fläche zu haben. Hier wurde bereits ein Teil der Aufschüttung wieder entfernt, sodass der Unterschied zwischen Gleisfläche und Bahnsteigen erkennbar wird. Im Bereich des Schlossgartens gibt es keine Galerien, hier ist die Trogwand geschlossen. Hier sind die meisten Kelchstützen bereits fertig betoniert und ein großer Teil der Decke geschlossen. So zeigt die Bahnsteighalle mehr und mehr von der Schönheit ihrer Konstruktion. Die fertigen Kelchstützen lassen die Atmosphäre der Halle, diesen frei fließenden Raum, deutlich sichtbar werden. Wir verabschieden uns von der Bahnsteighalle und erreichen den Tunnel Südkopf. Der ist das Pendant zum Tunnel Nordkopf. Und auch dieser Teil des Durchgangsbahnhofs ist nicht auf der grünen Wiese entstanden. Er liegt über dem Nesenbachkanal, über dem Stadtbahntunnel an der Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie und unter der Willy-Brandt-Straße. Der Tunnel Südkopf hat noch nicht den Bautenstand des Tunnel Nordkopfs. Wir tauchen ab in einen der Bauabschnitte. Hier laufen Aushubarbeiten sowie Arbeiten an der Fundamentplatte. Rechts und links hingegen sind fertige Abschnitte des Tunnels Südkopfs zu erkennen.
Die Funktion des Tunnels ist identisch mit der des Nordkopfs. Insgesamt 4 Gleise aus dem Filder-Tunnel und dem Tunnel Obertürkheim verzweigen sich in die 8 Bahnsteiggleise der Bahnsteighalle. Jenseits der Willy-Brandt-Straße am Fuße der Uhlandshöhe geht der Südkopf in die zuführenden Tunnel über. An der Oberfläche entsteht ein Entrauchungs- und Schwallbauwerk, das einerseits für die Luftzufuhr der Entrauchungsanlage in Notfällen sorgt und andererseits für die Druckentlastung der aus dem Filder-Tunnel ein- und ausfahrenden Züge im Regelbetrieb. Wir bewegen uns in die Baugrube zwischen den Spuren der Willy-Brandt-Straße. Und von hier aus weiter in einen fertig betonierten Abschnitt des Südkopfs. Hier werden später die Gleise in die zuführenden Tunnel verlaufen. Ein Stockwerk höher liegt die Technik, die für Brandschutz sowie für die Be- und Entlüftung sorgt. Wir bewegen uns hinter diese Holzwand in den zuführenden Tunnel. Dies ist unsere letzte Station. Der Durchgangsbahnhof liegt hinter uns. Vor uns führen die Tunnel 5,7 Kilometer weit nach Obertürkheim und 9,5 Kilometer weit auf die Filderebene hinauf zum Flughafen und zur Landesmesse. Dieser Tunnel ist noch nicht im Rohbau fertig. Wir können deutlich erkennen, dass die Tunnelschale bereits bewehrt, aber noch nicht betoniert ist. Der Schalwagen steht am Ende dieses Tunnelabschnitts bereit zur Betonage. Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Führung von Tunnel zu Tunnel durch die Baustelle für den künftigen Stuttgarter Hauptbahnhof. Wenn Sie Interesse am Baustand des gesamten Projekts Stuttgart 21 haben, schauen Sie gerne auf unserem Kanal den Film Animation Baufortschritt Stuttgart 21 an. Schließlich ist dieses Projekt viel, viel mehr als nur ein Bahnhof.